Ich habe lange an den Sonntagsgott geglaubt, an den, der eigentlich in meinem Alltag mir nicht begegnet, nichts mit mir zu tun hat, an den, der quasi in der Kirche haust. Ich sagte immer Amen, wenn man muss, und wiederholte das, was man mich lehrte. Doch, dass ich Gott damit nicht wirklich ehrte, das war mir lange gar nicht so bewusst. Ich habe diesem Sonntagsgott gedient, aus dem Gesangbuch habe ich mitgesungen, gebetet habe ich oft nur notgedrungen. Doch das hat er mir großzügig verziehen. Denn irgendwann habe ich ihn neu erlebt. Ich lernte ihn aus nächster Nähe kennen. Jetzt kann ich immer wieder zu ihm rennen, selbst dann, wenn heute gar nicht Sonntag ist. Jetzt weiß ich, jeden nicht verpassten Zug und jedes Frühstücksbrot mit Marmelade verdanke ich seiner übergroßen Gnade. Und davon hat für jeden er genug. Ich nehme ihn mit in jede Kleinigkeit und teile mit ihm, was mich zurzeit beschäftigt, was er mir teils versagt und teils bekräftigt. Und manchmal ist er auch ein Gott, der schweigt. Ja, jetzt ist er für mich mein Alltagsgott, ein Gott, der mir in seinem Wort begegnet und mein Gebet mit seiner Antwort segnet, der Gott, an den es sich zu glauben lohnt.